Wer zu früh zu schwer tragen musste, kann keinen aufrechten Gang entwickeln, kann nicht mutig und zuversichtlich in die Zukunft schauen. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows. Yeah, everybody knows. Hi ihr Lieben, in diesem Video geht es wieder mal um Depression und Familie. Und zwar ist es so, dass ich dieses Buch gelesen habe. Dieses Buch ist von einem Schweizer Psychotherapeuten, der in der Arbeit mit depressiven Menschen irgendwann gemerkt hat, hey, mir reicht das nicht aus, was ich im Studium gelernt habe. Und ich bin so dankbar, dass ich auf dieses Buch getroffen bin, weil mir einfach nochmal ein ganz neuer Horizont eröffnet wurde, wo ich wirklich Erklärungen gefunden habe, warum bin ich seit 20, wenn nicht schon seit 30 Jahren depressiv? Warum gehe ich psychisch durch ein solches Leiden, obwohl ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo im Außen ja alles gut war? Und genau um diese Familien geht es heute, nämlich um die sogenannte normale Familie. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich immer ein Zusammenspiel von Genetik und Umwelt ist, wenn du unter Depressionen leidest. Das heißt, Genetik ist das, was du an einer psychischen Konstitution oder einem Grundcharakter mitbringst, und Umwelt ist in diesem Sinne dann das familiäre Umfeld. Dass die Wurzeln einer Depression in der Kindheit liegt, ich glaube, das muss ich euch nicht mehr erzählen. Und eine mögliche Ursache könnte eben auch eine Überforderung sein des Kindes. Und in diesem Video geht es heute darum. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Liera. Ich leide seit 20 Jahren, wenn nicht schon länger, unter immer wiederkehrenden depressiven Episoden. Ja, ich habe mich einfach nicht mit den Antworten meiner ehemaligen Therapeuten zufrieden gegeben, die mir irgendwelche Erklärungen für meine Depression oder meine psychische Erkrankung geliefert haben. Und ich bin wirklich so dankbar, dass ich an dieses Buch gelaufen bin, weil ich einfach wieder einen für mich sehr wichtigen Aha-Moment hatte. Und das Problem ist, erst wenn sich die Wahrheit zeigt, kann Heilung geschehen. Wenn du dein ganzes Leben völlig entwurzelt und orientierungslos durchs Leben rennst, so wie ich das getan habe, und nicht weißt, wo du ansetzen musst, warum du so bist, obwohl ja alle anderen in der Familie total normal sind, dann kann natürlich nirgends angesetzt werden. Dann kannst du auch nicht an dir arbeiten, wenn du nicht weißt, was mit dir los ist. Und deshalb mache ich diese YouTube-Videos, weil ich einfach aufklären möchte. Weil es Zeit ist, dass wir tiefer schauen. Ich bin selber in einer solchen Familie aufgewachsen, ja, wo ich fast schon stigmatisiert wurde und werde, weil ich depressiv bin und sich das niemand erklären kann. Niemand. Also musste ich mich selber auf die Suche nach Antworten machen, und es war ein mühsamer und steiniger Weg. Und heute stehe ich an einem Punkt, wo ich völlig ausgebrannt nicht mal mehr arbeiten kann, weil ich 15 Jahre lang einen solchen Kampf geführt habe, weil ich im Außen immer diese Fassade von bei mir ist alles in Ordnung, mir geht's gut aufgesetzt habe. Und dass das viel Kraft kostet über diesen langen Zeitraum, ich glaube, das muss ich euch nicht erklären, ja? Sind intakte, gut funktionierende Familien, die im Außen unauffällig sind. Das sind aber Eltern oder je nachdem ein Elternteil, die physisch und psychisch mit der Situation überfordert sind. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, den Kindern oder dem Kind das zu geben, was es wirklich für eine gesunde Entwicklung braucht. Das heißt, diese Eltern sind emotional und gedanklich stärker mit anderem beschäftigt als mit ihrem Kind. Natürlich ist es nicht so, dass wenn eine Familie mal durch eine Krise geht, ich sage mal, wenn die Eltern eine Ehekrise haben oder wenn es über einen kurzen Zeitraum finanzielle Probleme in der Familie gibt, dann bildet sich daraus nicht eine Depression heraus im späteren Erwachsenenleben, sondern der emotionale Notstand in einer solchen Familie muss für ein Kind über Jahre hinweg bestehen. Das heißt, es handelt sich um Familien, wo ein oder beide Elternteile über einen sehr, sehr langen Zeitraum emotional für die Kinder nicht mehr greifbar sind.
Das heißt, das sind Elternteile, die psychisch und physisch mit ihrer Lebenssituation überfordert sind. Das können Eheprobleme sein, das können langanhaltende finanzielle Probleme sein. Es kann aber auch ein Elternteil sein, der über einen schlimmen Schicksalsschlag nicht hinwegkommt. Das können auch Elternteile sein, die sich um ein pflegebedürftiges Kind kümmern müssen. Es können auch jahrelange innere Unzufriedenheit sein. Es können aber auch Elternteile sein, die sich irgendeiner Tätigkeit oder anderen Sache mehr widmen als der Familie. Es kann sich aber auch um Familien handeln, die irgendwelche Werte über das der Kinder stellen und somit auch zu wenig auf die emotionalen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Meistens handelt es sich, auch wenn es im Außen nicht so aussieht, um sehr lieblose, um sehr kalte, um sehr beziehungslose Milieus. Und wenn der Autor von dem Ausfall eines Elternteils spricht, meint er hauptsächlich die Mutter. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Mutter ist für das Kind seit Geburt immer an erster Stelle. Das heißt, wenn sie gefühlsmäßig für ein Kind ausfällt, dann hat das entscheidende Auswirkungen auf die Psyche eines Kindes. Da die Kinder hauptsächlich emotionale Geborgenheit und Zuwendung bei der Mutter suchen, ist es natürlich umso schlimmer, wenn die Mutter-Kind-Beziehung nicht tragend ist. Wenn es für das Kind bei der Mutter emotional und/oder körperlich nichts zu holen gibt. Der Autor spricht von einem depressiven Grundmuster, wenn er eigentlich über die Depression spricht. Und die Frage ist hiermit, wie kann sich dieses depressive Grundmuster denn herausbilden? Der Josef Giger beschreibt das so, dass es eigentlich zu einer permanenten Überforderung des Kindes kommt, weil es etwas erbringen muss in der Kindheit, von dem es nicht die nötigen Ressourcen hat. Das heißt, das sind Kinder, die sich naht- und problemlos ins familiäre System einfügen müssen. Sie werden vernachlässigt, ihrem Schicksal überlassen, sind auf sich alleine gestellt. Das heißt, diese Kinder müssen im familiären System funktionieren. Das heißt, sie müssen für sich selber Sorge tragen, sie müssen die Verantwortung für sich selber übernehmen und sind sich selber überlassen. Emotionale Aspekte und Eingehen auf die Kinder zählen wenig bis gar nicht. Was zählt, sind Äußerlichkeiten wie gute Noten, gutes Benehmen, aber der emotionale und stille Teil des Kindes wird vollkommen ausgeklammert. Die Kinder schließen aus dem Verhalten der Eltern, dass anderes wichtiger ist und sind natürlich so auf sich alleine gestellt. Das heißt, diese Kinder leben in einem Zustand der permanenten Überforderung, in dem sie etwas erbringen müssen, wo sie nicht die nötigen Ressourcen haben und auch nicht die nötige Hilfestellung erhalten. Diese Kinder sind gezwungen, Energien zu mobilisieren, um irgendwie durchzukommen, um zu überleben. Und diese Energie fehlt ihnen nachher für die Entwicklung und für die Reifung. Obwohl sie in Beziehung stehen, sind diese Kinder beziehungslos, ohne Bezugsperson. Sie sind ohne vertrauensgebenden, festen Boden unter den Füßen. Sie sind ohne menschliche Unterstützung und Wärme, wo sie etwas erbringen müssen, dem sie schlussendlich nicht gewachsen sind. Das heißt, sie müssen aufwachsen ohne Hilfe und Unterstützung, welche sie für die Fertigung einer inneren Stabilität brauchen. Obwohl es ihnen äußerlich an nichts fehlt, wachsen diese Kinder in einem Milieu auf, das die Bedingungen für einen gesunden Wachstum nicht erfüllt. Diese Kinder dürfen nicht Kinder sein. Und hier kommen wir zu der Rolle des Vaters. Wie schon mal erwähnt, steht die Mutter für ein Kind immer an erster Stelle. Das heißt, die Zuwendung, die Wärme, die emotionale Geborgenheit wird immer bei der Mutter gesucht. Und wenn die Mutter aus welchen Gründen auch immer ausfällt, dann ist die Rolle des Vaters für das Kind relativ einfach. Nämlich, wenn ich bei meiner Mutter keine Wärme, keine Liebe, keine Geborgenheit kriege, dann gehe ich halt zum Vater. Häufig übernimmt der Vater dann die Rolle und gibt den Kindern das, was sie an Zuwendung und an Wärme brauchen. Diese Kinder sind dann weniger gefährdet, im späteren Erwachsenenleben an einer Depression zu erkranken.
In der Realität, so schreibt der Autor im Buch, sieht es leider Gottes aber oft anders aus. Weil der Mann sich mehr dem Gelderwerb widmet und sich irgendwann emotional verabschiedet hat. Das heißt, er hat ja seine Aufgabe und die der Mutter ist die, die Kinder großzuziehen. Und wenn die Mutter psychisch und physisch dann mit dieser Situation überfordert ist, ist es natürlich zu viel für sie. Das heißt, die Mutter ist frustriert und enttäuscht. Die Kinder haben das Gefühl, durch ihre bloße Existenz an allem schuld zu sein. Das heißt, diese Kinder sind dann doppelt unter Druck. Sie müssen es dem Vater und der Mutter recht machen. Das heißt, sie strengen sich doppelt an, um das zu liefern, wovon sie denken, dass die Eltern sich das wünschen. Als depressive Erwachsene spüren diese Kinder dann eine stille, schmerzliche und nicht endende Sehnsucht. Und das gehört zum stillen Leiden der depressiven Menschen. Weniger gefährdet, eine Depression zu entwickeln, sind Kinder, die sich durchsetzen können, die eher von der Charaktereigenschaft ich bezogen sind, die für ihre Rechte einstehen und die von Natur aus sehr selbstbewusst sind. Das heißt, diese Kinder werden im späteren Erwachsenenleben kaum depressiv. Kinder, die depressive Grundmuster herausbilden, sind in ihrer Kindheit hoch angepasst. Sie sind still, sie sind angenehm im Umgang, sie sind freundlich und hilfsbereit, sie sind nie fordernd, sie gehorchend aufs Wort. Sie funktionieren im Außen so gut, dass sie praktisch kaum auffallen. Von außen sind diese Kinder so, wie man sie sich wünscht. Sie scheinen keine Wünsche zu haben, sie scheinen keine Erwartungen zu haben, keine Ansprüche und sie scheinen auch keine Ängste und Sorgen zu haben. Die Frage dabei ist, sind Kinder wirklich so, wenn sie Kinder sein dürfen? Nein, natürlich nicht. Solche Kinder werden um ihre Kindheit gebracht, um ihre Unbeschwertheit und ihre Sorglosigkeit. Sie werden um ihr Recht betrogen, auch mal störrisch zu sein, auch mal zu rebellieren, auch mal Widerstand zu leisten. Diese Kinder erfahren zu früh die Bürde der Verantwortung und die Schwere des Lebens. Sie haben keine Chance, anders zu sein, als sie es sind. Sie müssen so sein, weil ihre Eltern ein solches Kind brauchen, damit sie ihr Leben meistern können. Im späteren Erwachsenenleben leiden diese Kinder unter Existenzängsten und einem überhöhten Verantwortungsgefühl. Sie konnten nie ein Gefühl der Sicherheit und Vertrauen aufbauen. Alles bleibt für sie brüchig. Die Beziehung, die Welt, die Zukunft, ihr eigenes Leben. Nichts ist für diese Menschen verlässlich und beständig. Das ist das Leben, in dem sich depressive Menschen ihr ganzes Leben darin befinden. Ihnen fehlt das Gefühl der Verwurzelung. Wer zu früh, zu schwer tragen musste, kann keinen aufrechten Gang entwickeln. Kann nicht mutig und zuversichtlich in die Zukunft schauen. Das heißt, statt auf sich zu achten, müssen diese Kinder dafür sorgen, dass das Schiff mit ihnen zusammen nicht untergeht. Wie sollen sie denn hier Sicherheit und Vertrauen aufbauen? Wen wundert es, dass sich tiefliegende Existenzängste und ein überhöhtes Verantwortungsgefühl wie ein Muster durch das ganze Leben ziehen? Diese eingetrichterten Muster, die unbewusst aufgenommen wurden, werden im späteren Erwachsenenleben so weitergeführt. Das heißt, Kinder, die das depressive Grundmuster herausbilden, sind im Erwachsenenleben hoch angepasst. Niemand versteht, warum solch ruhige, angepasste, freundliche Menschen im späteren Leben unter Depressionen leiden. Menschen, die den Eindruck vermitteln, so selbstbewusst zu sein, alles im Griff zu haben, die so stark und so reif wirken. Das Gefühl, vollkommen allein zu sein und die Einsamkeit dieser Menschen ist nicht sichtbar. Noch weniger der fehlende Halt im Leben und die innere Heimatlosigkeit. Obwohl sie in Beziehung treten, können sie Liebe und Geborgenheit nicht annehmen. Ist es nicht nachvollziehbar, dass Menschen wie ich an ihrem Leben zerbrechen und dass die Last so schwer ist, dass sie kaum zu tragen ist? Wenn ihr das Thema vertiefen wollt, ich habe euch das Buch unten verlinkt, dann holt euch das doch bitte und lest es durch. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss! Dazu entschieden, mir ein in Anführungszeichen ruhiges Plätzchen zu suchen.
Ja. Nicht das depressive Grundmist. Grundmist. Ein Grundmist. Ich bin ja selber in eine. Oh Gott. Da hat sich jemand nackig gemacht.